eisige Zeiten. Im Hintergrund stehe ich in einer Anwaltskanzlei und hinter mir sind ja Goldbände über eine epochale Zeit des BGHs. Unter dem Motto, ich kann sofort nachschauen, wenn es um Grundsatzurteile geht, ob 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010. Der Grund des Aufsagers ist folgender. Ich weiß, dass BGH-Richter sehr angetan sind, deren zwei, die ich persönlich kenne. Die Zivilcourage, die du zeigst, die müssten mehrere Bürger zeigen. Schön und gut. Gerade wurde ich gefragt, warum machen sie das draußen bei Glatteis? Deswegen ist ja hier auch so ein steiniger Hintergrund hinterlegt. Bei Minusgraden sollte man auch Zivilcourage zeigen. Und nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Ja, da haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen zu unserem Job. So hat es auch im O-Ton mal geheißen in Bamberg. Ich habe mir jetzt einfach das erlaubt, um das mit einzufügen. Das Blaulicht hat einen sogenannten diplomatischen Charakter. Ich bin der Meinung, dass Zivilcourage in jeder Sekunde von jedem Menschen abverlangt werden muss, wenn er es kann. Vorausgesetzt, er gefährdet sich nicht selbst. Es gibt auch Polizisten, die meinen, dass meine Zivilcourage zu viel ist und man möge doch jetzt, nachdem ich den Hinweis eines geschlagenen Kindes von 2 Jahren auf den Kopf mitgeteilt hatte und die Mutter Morddrohungen per SMS auch empfangen hat und mündlich ausgesprochen bekommen hat, man möge doch bitte jetzt der Polizei die Arbeit machen lassen. Schön und gut, dafür ist sie ja eigentlich auch da. Unter dem Credo, soweit ich das noch weiß, aus der Schule, Polizei, dein Freund und Helfer. Weit gefehlt, hin und wieder. Es gibt welche, die haben sich den Job als Passion auf die Fahnen geschrieben. Aber es gibt auch welche, die haben das nicht. Da gibt es O-Ton-Beweise, die in Erlangen archiviert sind, anwaltlich. Die sind nicht mehr bei mir, diese Beweise, bewusst, aus Sicherheitsgründen. Ich lasse so etwas nicht stehen. Und in wenigen Monaten ist der Deutsche Richtertag 2017. Na dann, vielen Dank für die Einladung. Aber zurück. Zivilcourage geht alle an, jeder kann der Nächste sein. Dominik Brunner verweilt leider nicht mehr unter uns. Ich hätte ihn gerne ohne und vor seiner Stiftung kennengelernt. Er hat einem S-Bahn-Bahnhof Beistand geleistet oder am S-Bahn-Bahnhof einem Jungen, der verprügelt wurde. Also massiv. Und leider ist er dabei ums Leben gekommen, weil man ihn zusammengeschlagen hat. Das verstehe ich unter Zivilcourage. Aber Zivilcourage kann ich nur intensivst leisten, wenn ich maximal fit bin, denke ich, oder laut schreien kann oder was auch immer. Ich bin der Meinung, hinschauen lohnt sich. Wer wegschaut, ist Täter. Das ist das Credo von Uli Hoeneß. Warum BGH? BGH hat den Hintergrund, dass ich, Gott sei Dank, diese beiden Richter kenne und auf die zugehen kann, insbesondere dann, wenn man zum Beispiel einen Richter in Bayern anruft und sagt, passen Sie auf, es gibt jemand, der hat gesagt, bei seiner Verhandlung, wenn er kommt, es gibt nicht nur Messer, es gibt auch Rasierklingen. Ich habe dann das mitgeteilt und die O-Töne sind unverwechselbar, mit Dezibel kaum zu über, wie sagt man, zu übertönen oder zu übertönen, was der Richter eben gemeint hat, dass das alles nicht ernst zu nehmen ist. Das hat ein Richter gesagt. Und ich wiederhole das gerne auch nochmal. Richtertag
Deutscher Richtertag 2017. Das kann nicht angehen, wenn man unter dem Aspekt Zivilcourage diese Mitteilung macht. Was wäre dann gewesen, ich hätte die Mitteilung nicht gemacht, derjenige welche, der da als Täter geladen war, einen Tag später, der wurde ausgeladen, es hat keine Verhandlung stattgefunden, weil es eine Bagatellsache angeblich gewesen wäre. Wenn da was passiert wäre, dann hätte es geheißen, warum haben Sie uns das nicht mitgeteilt? Jetzt hat man es mitgeteilt und jetzt habe ich einen, wie sagt man, O-Ton-Cocktail bekommen, den man sich von einem Richter eigentlich nicht erwartet. Der Name wird garantiert zu gegebenen besten Momenten noch bekannt gegeben. Das lasse ich so niemals stehen. Unter dem Gesichtspunkt Zivilcourage geht alle an. Guten Morgen. Am Rande möchte ich noch anfügen, wenn ein Unternehmer meint, er könnte sich mit Zivilcourage-Projekten nicht identifizieren, dann sollte er sein Ethikprogramm in seinem Unternehmen vielleicht mal überdenken. Denn wenn es Wirtschaftsethik nicht mehr gibt und wenn es bestimmte Ansätze nicht mehr geben darf, wann man Zivilcourage sponsert oder nicht, dann ist die Zivilcourage eigentlich schon begraben. Und wer möchte die Zivilcourage unterstützen oder entführt diese Familie, die da geschädigt ist, darf das gerne tun. Die Familie wird seit über 15 Monaten mit SMSen, Morddrohung bedroht. Polizei macht nichts. Es ist noch nichts passiert. Stalking ist nicht nachweisbar. Ist noch nichts passiert. Wen soll man denn noch konsultieren? Den Papst? Wer weiß. Weil wenn dem was passiert, wird sofort was unternommen. Sagt auch ein anderer Politiker, der jetzt Unterstützung leistet. Ein Richter, der jetzt Unterstützung leistet, wenn wir unsere Zukunft nicht sichern. Guten Abend, Zukunft. Das sind die etwas anderen Worte zur Vorweihnachtszeit am 19.12.2016. Also, bis bald. Ich hoffe, dass der eine oder andere Richter, vielleicht Herr Andreas Voskuhle, das hört und auch da mich mal einlädt. Schöne Grüße auch nach Karlsruhe. Guten Morgen, mehr Mensch, mehr Mensch, mehr Mensch. Die CD hängt nicht. Es ist wichtig, dass man auffällt und in Erinnerung bleibt. Ach, das war doch der mit dem Blaulichtaufsager, mit dem BGH-Hintergrund. Das verstehe ich unter Zivilcourage. Also dann, schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 17. Bis bald. Niemals aufgeben. Madonna 2007.